Der dritte Wiener Gemeindebezirk Landstraße entsteht im Jahre 1850 durch die Eingemeindung der drei eigenständigen Ortschaften Weißgerber, Erdberg und Landstraße. Das Bezirkswappen vereinigt die Wappen dieser drei Orte. Namensgeber für den Bezirk ist die größte dieser drei Vorstädte. Der Bezirk ist ursprünglich begrenzt von der Heugasse, Prinzregentstraße, bis zum Lienenwall und von dort bis zum Donaukanal. Der Bezirksteil Weißgerber umfasst das Gebiet zwischen Donaukanal, Wienfluss und Maxergasse. Südlich des Bezirksteils Weißgerber liegt der große Bezirksteil Landstraße. Der Name Landstraße bezieht sich auf die von Wien auswärts Richtung Ungarn führende Land- und Heeresstraße, die auf eine römische Linienstraße zurückgeht. Südlich der Maxergasse und östlich der Landstraße Hauptstraße liegt der Bezirksteil Erdberg. 1938 wurde das Arsenal und das südöstlich angrenzende Gebiet vom 10. in den 3. Bezirk transferiert. Auf dem Gebiet des 3. Wiener Gemeindebezirks befindet sich in der Antike im Bereich des ehemaligen Aspang-Bahnhofs die römische Zivilstadt von Vindobona. Wenden wir uns zuerst dem Bezirksteil Weißgerber zu. Der Ort Weißgerber oder Weißgerber Vorstadt wird im 16. Jahrhundert als unter den Weißgerbern erstmals erwähnt. Er entsteht nach der ersten Wiener Türkenbelagerung 1529. Die Flecksieder, die Rot- und Weißgerber, siedeln sich wegen der starken Geruchsbelästigung außerhalb der Stadt im Rückstaugebiet des Wienflusses an. Historisch hinterlässt die Weißgerber Vorstadt wenig Spuren. Lediglich zwei Örtlichkeiten sind von Bedeutung. Auf der Gänseweide finden vom 14. bis zum 18. Jahrhundert Hinrichtungen statt. Die Gänseweide war auch der Ort eines schlimmen Judenpogroms der Wiener Geserer. 90 Männer und 120 Frauen werden am 12. März 1421 auf der Gänseweide öffentlich verbrannt. Auch die einzige Hexenverbrennung in der Geschichte Wiens, die Hinrichtung von Elisabeth Pleinacher, findet am 27. September 1583 hier statt. Die zweite historische Örtlichkeit in Weißgerber ist das dreistöckige hölzerne Hetztheater mit drei Rängen und einem Fassungsvermögen von ca. 3000 Personen. Ein erstes Theater für Tierhetzen existiert seit 1708 in der Vorstadt Leopoldstadt. Das Hetztheater unter den Weißgerbern existiert von 1755 bis 1796. Am 1. September 1796 brennt das Hetztheater ab. In der Folge bewilligt Kaiser Franz II. Keine Abhaltung von Tierhetzen mehr. Die Vorstadt Landstraße entwickelt sich im 12. Jahrhundert um einen dörflichen Siedlungskern mit einer dem heiligen Nikolaus geweihten Kapelle im Bereich des heutigen Rochusmarktes. In unmittelbarer Nähe befindet sich seit dem frühen 13. Jahrhundert
ein Zisterzienserinnenkloster, das nach der nahegelegenen, aber nicht zum Kloster gehörigen Nikolaikapelle Nikolaikloster genannt wird. Das Kloster wird im Zuge der ersten Türkenbelagerung 1529 niedergebrannt. Den verwüsteten Grund schenkte Kaiser Ferdinand I. 1540 der Stadt Wien, um einen Friedhof anzulegen. Von 1563 bis 1784 befindet sich hier der Nikolaifriedhof. 1698 wird eine neue Friedhofskapelle errichtet, die in den Jahren 1736, 1737 durch eine Barockkirche ersetzt wird. 1784 wird der Friedhof im Rahmen der josephinischen Reformen aufgelassen. Die Leichen, darunter die Gebeine von Georg Raphael Donner, werden exhumiert und auf den St. Maxer Friedhof transferiert. Die Nikolaikirche wird 1784 abgerissen. Die Funktion der Landstraßer Pfarrkirche übernimmt die naheliegende Rochuskirche. Ferdinand III. Legt 1642 den Grundstein zur Klosterkirche. Im Rahmen der zweiten Türkenbelagerung wird die Kirche 1683 vollständig zerstört. In den Jahren 1687 bis 1695 wird das Gotteshaus wiederhergestellt. Zwischen 1718 bis 1721 wird die Fassade gestaltet, so wie wir sie heute kennen. Auf dem Areal des aufgelassenen Nikolaifriedhofs entwickelt sich Ende des 18. Jahrhunderts der damalige Augustinermarkt, heute Rochusmarkt. Die Straße, an der sich der ursprüngliche Siedlungskern der Vorstadt entwickelt, ist historisch gesehen eine sogenannte Ausfallstraße, ausgehend vom Stubentor Richtung Ungarn. Im Altertum verläuft hier bereits die Römerstraße zum Lager Vindobona. Die Landstraße Hauptstraße beginnt bei der Stubenbrücke über die Wien. Im Bereich der heutigen Invalidenstraße und des Bahnhofs Wien-Mitte befindet sich im 16. und 17. Jahrhundert eine adelige Sommerresidenz mit einer großen barocken Gartenanlage, der Kielmannseckscher Garten. Im Zuge der zweiten Türkenbelagerung wird die Residenz 1683 völlig zerstört. Anschließend errichtet Graf Paar an dieser Stelle ein Sommerpalais. Im weiteren Verlauf wird aus dem Palais ein Armenhaus nach einer dem heiligen Nepomuk geweihten Kapelle Nepomucensi-Spital genannt. 1783 beschließt Josef II. Die Errichtung einer Versorgungsanstalt für Militärinvalide anstelle des Armenhauses. 1909 wird das Invalidenhaus aufgelassen und abgerissen. Zurück zur Landstraße Hauptstraße. Etwas weiter treffen wir auf das Krankenhaus St. Elisabeth. 1709 kommen die Elisabethinnen nach Wien, erwerben 1710 ein eigenes Haus an der Landstraße Hauptstraße und nehmen 1715 das dem Kloster angeschlossene Spital in Betrieb. Im Gegensatz zu dem bereits seit 1614 in der Leopoldstadt bestehende Krankenhaus der Barmherzigen Brüder steht das Krankenhaus der Elisabethinen nur Frauen offen. Weiter stadtauswärts erreichen wir den bereits besprochenen Rochusmarkt und die schon bekannte Rochuskirche. In
Im letzten Drittel der Landstraße Hauptstraße dominiert die neuromanische Herz-Jesu-Kirche. Die Kirche gehört zum Spital und Kloster der Dienerinnen zum Heiligsten Herzen Jesu. 1890 wird das heute bestehende Ordensspital an der Landstraße Hauptstraße errichtet. Nach der zweiten Türkenbelagerung strömt der Adel und das Bürgertum in die Vorstadt. Zahlreiche Palais sind Zeugen dieser Entwicklung. So das Belvedere. Wenden wir uns dem Palais Schwarzenberg zu. Das Palais Schwarzenberg wird 1697 vom Obersthofmarschall Heinrich Graf von Mansfeld und Fürst von Fondi bei Johann Lukas von Hildebrand als Palais Mansfeld-Fondi in Auftrag gegeben. Im Jahre 1716 kauft Adam Franz Karl Fürst von Schwarzenberg das unfertige Anwesen. Mit der Fertigstellung werden Johann Bernhard Fischer von Erlach und Josef Emanuel Fischer von Erlach beauftragt. Die Fertigstellung erfolgt im Jahre 1728. Wenden wir uns nun dem Palais Harrach in der Ungargasse zu. Alois Thomas Raimund von Harrach lässt von 1727 bis 1735 vom prominenten Baumeister Johann Lukas von Hildebrand ein prächtiges Gartenpalais mit zwei Ehrenhöfen und einer dem heiligen Januarius geweihte Kapelle errichten. Musik. 1791 kommt das Palais in den Besitz von Kaiser Leopold II. Kaiser Franz I. kauft Anfang des 19. Jahrhunderts weitere Grundstücke dazu. Unter den Kaisern Ferdinand I. und Kaiser Franz Joseph I. wird die Anlage aufgeteilt und umgewidmet. Auf einem Teil entsteht 1858 unter anderem die Krankenanstalt Rudolf Stiftung. In 1912 wird die prachtvolle Hauptstiege des Palais entfernt. Erzherzog Thronfolger Franz Ferdinand lässt Bauteile nach Schloss Eckartshau bringen und dort als neue Hauptstiege einbauen. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wird das Palais Harrach durch Bombenangriffe schwer beschädigt. 1968 wird die Ruine abgetragen, ausgenommen die Januariuskapelle. Das Palais Althan ist ein Gartenpalais. 1729 erwirbt Graf Gundacker von Althan ein Grundstück in der Ungargasse. Jahre später, 1732, errichtet Josef Emanuel Fischer von Erlach im Auftrag von Graf Gundacker von Althan das Palais. Zu seiner Zeit ist die Anlage eine der bedeutendsten Barockanlagen im deutschsprachigen Raum. Nach mehreren Besitzwechseln kauft der Spekulant Michael von Barich das Gartenpalais, lässt es abreißen und das Grundstück in 34 Baugründe parzellieren. Wenden wir uns nun dem Bezirksteil Erdberg zu. Die Vorstadtgemeinde Erdberg wird bereits im 12. Jahrhundert urkundlich als Dorf genannt. Der Name leitet sich von einer
aus Erde gebauten Befestigung ab, die als Zufluchtsort dient. Aus Erdburg entwickelt sich der Terminus Erdberg. Die Herleitung des Namens von der Erdbeere, wie das Erdberger Wappen vorgaukelt, ist falsch. Die Siedlung entwickelt sich um eine bereits im 13. Jahrhundert erwähnte Kirche. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte doch erst 1333. Die Erdberger Kirche zu den Heiligen Peter und Paul, die seit der Türkenzeit verwüstet bleibt, wird 1700 bis 1726 neu erbaut. Der Ort Erdberg entspricht in etwa dem Bereich Apostelgasse, Schwalbengasse, Hainburgerstraße, Schlachthausgasse und Dietrichgasse. Die ersten Ansiedler sind Weinhauer. Ende des 14. Jahrhunderts beruft Albrecht III. Eine Kolonie flämischer Gärtner ins Land. Der Weinbau zuerst und später der Gemüseanbau bleiben für Jahrhunderte die Haupterwerbsquelle der Erdberger Bürger. Neben zahlreichen Gärtnern waren in Erdberg im 19. Jahrhundert auch Fiaker und zahlreiche Fuhrwerker ansässig. Die über Jahrhunderte entstandene alte Ortsstruktur wird modernen Erfordernissen nicht mehr gerecht. Zahlreiche Streckhöfe erhalten sich teilweise noch bis ins 20. Jahrhundert, verfallen jedoch zunehmend. In der Ersten Republik wird daher modernisiert. Es entstehen ausgedehnte städtische Wohnhausanlagen, die den Stil des kommunalen Wohnbaus dieser Zeit dokumentieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Assanierung fortgesetzt. Abschließend ist festzustellen, der dritte Wiener Gemeindebezirk Landstraße setzt sich nicht nur aus drei eigenständigen Vororten zusammen, sondern es leben in diesen drei Gemeinden auch drei sozial und gesellschaftlich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Der Ort Weißgerber ist ursprünglich bewohnt von Handwerkern, Erdberg beherbergt Landwirte und später auch Fuhrwerker, während die Vorstadt Landstraße Heimstätte des Großbürgertums und des Adels ist. Thank you.